Wir haben heute eine Preisverleihung vom Lehrling des Jahres 2012, wo die Finalisten hier nochmal zusammenkommen, auf der Bühne auch nochmal einen Posten ausspielen. Und dann schauen wir, wer dieses Jahr der Lehrling des Jahres ist. Es wäre ein bisschen eine Bestätigung, so Lehrling des Jahres. Ich habe mich eigentlich hier für Lehrling des Jahres beworben. Ich denke, es wäre mal etwas Neues, mal das auszutesten, wie weit man hier halt kommt. Was mich natürlich auch angespannt hat, ist das Preisgeld, das man gewinnen kann. Die 2012 Franken. Es hat so viel ausgelöst und ich kann es gar noch nicht recht glauben, was da eigentlich alles passiert ist. Ich bin stolz auf mich und ich möchte auch allen danken. Also Kollegen, die für mich geschummen haben beim Online-Voting, im Geschäft, das das Ganze ermöglicht hat, die Familie, die hinter mir gestanden ist. Richtig freuen kann ich mich dann erst mal, wenn ich das Ganze, was ich hier bekommen habe, dann nochmal anschaue. Wir werden es wieder ausschreiben. Es sind alle, die einen laufenden Lehrvertrag in Basel-Stadt oder in Basel-Land haben, sind eingeladen, nach der Sommerferien 2013 sich zu bewerben.